Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Game-Tutorial zu dem Spiel Ark. Ich habe mir mal einen, ja, ich möchte mal sagen, einen Taming-Raum geschlossen gebaut, mit Selbstschussanlage, mit Sicherheitswand, mit, ja, mit allem, was man so eigentlich bräuchte. Komplett aus Metall, weil natürlich durch die Cheats ist das natürlich alles möglich. So, ich werde das gute Ding mal schließen. Und ich möchte euch in meinem Taming-Raum zeigen, wie ihr einen Dino mit einem beliebigen Level spawnen lassen könnt und diesen dann auch direkt tamen könnt. Ich habe den Befehl nun schon einmal vorbereitet, werde ihn euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken, wie das Ganze auszusehen hat, weil wenn ihr einen Dino spawnen lassen wollt mit einem bestimmten Level, dann müsst ihr dies über den Blueprint-Pfad machen. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, ich werde euch ein Beispiel in die Videobeschreibung packen, schaut einfach mal unten rein und ich lasse jetzt hier ein Reno, also ein Woolly Reno spawnen mit Level 300. Und das sieht dann so aus. So, den haben wir jetzt spawnen lassen, den dicken hier. 300, ihr seht's, Level 300. Und nun wollen wir den natürlich für uns beanspruchen. Das Coole ist, wenn ihr den als Admin tamet, könnt ihr den auch ohne Sattel reiten. Um ein Dino für sich direkt zu tamen, der Cheat lautet Cheat Force Tame. Ihr müsst übrigens Cheat nur dann eingeben, wenn ihr auf einem eigenen Server seid, wie in meinem Fall ein Dedicated Server, ansonsten reicht Force Tame einfach aus, also Force Tame in die Kommandozeile. Ihr müsst dann allerdings in der Nähe des Dinos sein, wie zum Beispiel hier, er steht jetzt da, ich gebe das jetzt eben ein, Force Tame und schon seht ihr Level 450, weil er die maximale, ja, Performance erreicht, wenn man diesen tamen würde. Also Force Tame ist der Befehl, um einen Dino sofort zu tamen. Ihr seht, Level 450, das ist jetzt ein richtiges Monster. Also Nahrung 24.300, der Junge, der wird nicht verhungern. So, und jetzt natürlich könnt ihr ihn direkt reiten, ohne dass ihr einen Sattel benötigt. Sieht ein bisschen doof aus, ist aber so. So, das soll es auch schon gewesen sein, wie ihr einen Dino mit bestimmten Level und wie ihr diesen direkt tamen könnt, habe ich euch gezeigt. Klitzekleine Anleitung dazu noch, wie das Ganze als Befehl auszusehen hat, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers!